wenn die Polizei da wirklich stehen würde, Das Alter. machen die auch meistens, ja. Und dann dürfen wir aber keine Holocaust-Witze machen. Ich segne. Ja, was wolltest du sagen? Ich hab's gerade verwechselt mit diesem anderen Lied. Aloha, ai. Ja, das sind alles diese Lieder. Jetzt kann ich endlich mal, also jetzt zerstöre ich die deutsche Musikszene von vor 80 Jahren. Oh no. Haltet euch fest. Also diese Lieder, wo in den Strophen so ganz langweilig ist, ja, und dann alle warten eigentlich nur auf den Chorus und du sagst ja. Korrekt, Tino? Ich sehe es in deinen Augen. Ja. Da kommt der Chorus mehr und dann knallt der so richtig. Ja. Aber wenn du das dann in einem Live-Setting hörst, ja, und dann so eine Minute lang die Leute so dastehen, ganz gelangweilt, so, ja, wir brauchen ja auch Pausen, um zwischendurch mal kurz so zu nicken, ja, und die so. Sind ja und dann zwischen den Liedern sind die Pausen. Und jetzt sage ich noch ein ganz kontroverses Ding. Bei Smells Like Teen Spirit ist das nämlich genauso. Wenn da der anfängliche, wenn das erstmal vorbei ist, und die Strophe einsetzt, dann merkt man, oh, das ist gar nicht so ein geiler Song. Darum geht's doch, dass man diese Pausen zwischendurch hat. Dass man halt so Moshpit macht, dann ist es immer wieder so. Ja, und dann guckt man sich awkward an und tanzt Walzer. Nee, Quatsch, dann ist es nochmal so Rumgenicke und Rumgestehe, alle gucken sich übelst, an. Dann macht dann der Frontmann sowas wie, jetzt kommt der Refrain, alle jetzt hier Moshpit und so. Also Kurt Cobain macht jetzt gar nichts mehr. Der macht nichts mehr. Das hat er davon, wenn er so einen Scheiß-Song macht. Aber hier muss ich wieder Falco erwähnen, das war sein Konzept, dass die Strophen immer erst so gerappt waren, so ein bisschen genuschelt und so cool. Ja, aber und dann immer frei ist Out of the Dark, wo es dann richtig emotional wird. Und das hat schon voll den Impact. Oder ja, Genie, voll den aber Impact. Aber dieses Gerappte, das hat ein bisschen mehr Dynamik als diese Peter Schilling-Dinger. Ja? Diese ja. Ganz... Oder halt auch, Nirvana will ich jetzt nicht per se sagen, weil ich kenne gar nicht so viele Lieder von denen. Und ich habe auch nicht jetzt, ja, zündet nicht unser Haus an. Smells Like Teen Spirit ist trotzdem ein guter Song. Auf aber jeden der Fall ist viel beschissener, Evergreen. Als man denkt einfach. Weil wenn der live kommt und dann weißt du, das ist scheiße. Jedes Mal, wenn das dann so, weißt du, wenn diese Stelle kommt und alle dann so dastehen, okay, was machen wir jetzt? Tee trinken oder? Ich bin so ein dramaturgischer Musikfan. Ich brauche diese Ruhe zwischendurch und die Pausen, dann geht's wieder richtig ab. Das so. Ist mir zu stressig, diese 20 Sekunden lang Stress. Das muss ich erstmal verarbeiten. Ja, wenn du nur so Banger-Songs hast, wo es immer nur so geht, so, when the lights ich bin in die Hose. Ja, brauchst du auch mal zwischendurch so ein... So ruhig. Hast du doch auch in deinen Songs gemacht, ja, dass es irgendwie ruhiger ist und dann wird es wieder so... Nee, Donner. Also nicht in der Form auf jeden Fall. Stimmt, bei dir ist es ein bisschen so, dass deine Songs fast schon zu vollgeladen sind mit Inhalten. Du hast halt wenig Pausen. Weil es mir nur um die Texte das stimmt, geht. Deswegen, die sind, also einige davon sind auch fast gar nicht möglich, live zu performen. Ja. Weil ich glaube, bei Waldorfmädchen zum Beispiel, da ist halt einfach eine Stelle, wo 8 oder 10 Zeilen hintereinander kommen, ohne dass da eine Luftpause ist. Mhm. So, und da musst du halt echt gucken, wie du das machst. Habe ich dann gemerkt, dass das, das wurde halt nie gemacht mit der Idee, das mal live zu performen. Es gibt auch KünstlerInnen, die machen das so, die schreiben die Songs schon so, dass sie sie live singen können und achten da ein bisschen drauf. Aber die wahren Artists sind für mich diejenigen, die drauf scheißen und erst beim Live-Set-Proben erst dann überlegen, wie können wir das eigentlich umsetzen. Ich bin wahrer und das Artist. Auch dann zu verändern. Ich finde es auch viel geiler, wenn Bands und so weiter ihre Songs anders spielen, als sie auf Platte sind oder auf der Aufnahme sind. Das damit macht du den Mehrwert erst aus. Hast, ne? Genau. Ja, oder ihre Texte updaten. Ich habe zum Beispiel das Lied Die Blutgrätsche, das hat so eine Wandlung durchgemacht, dass was online ist, die Variante, die ist schon gar nicht mehr aktuell. Also. Das ist ja oft so. Machen auch die Ärzte ständig, auch bei jedem Song haben sie auch noch eine neue Zeile, die sie dazu schreiben oder Wörter verändern und so. Zwischen Freiwild und den Onkels oder irgendwas anderes, Störkraft und den anderen. Also ist schon eine Varianz da. Und du kannst bei den Ärzten echt schwer mitsingen live, weil du nicht weißt, was singen sie jetzt für eine Version. Das macht es wiederum spannend. Im Moshpit. Ja, das war ein guter Cold Open. Ich hoffe, ihr seid uns noch gediegen, auch wenn ich Nirvana gehatet habe. Ja, der Typ, der soll sich mal umbringen. Der ist schon lange im Nirvana. Ja, hallo. Ein saftiges Aloha von der Lattenautobahn. Das ist aber schön. Wir sind Robert und
Toni. Togart. Robert und Togart. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Das ist mir aber ein freudiges Vergnügen, euch hier begrüßen zu dürfen. Wir ordnen die vergangene Woche für euch ein. Wir haben wieder unser Konzept irgendwie nicht. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich grad, in den Schrank gefallen. Ist gerade eine Arbeit. Ja, aber wir führen euch hier ganz elegant durch den Tag, durch den Sonntag und erklären so, was ist die letzte Woche passiert. Und ihr seid ganz still. Da hinten auf den billigen Rängen. Ja, Luisa und Jonas, ne, in einer Stunde müsst ihr aufstehen, denkt dran. Ja. Dann geht der Tag los. Auch Imbiss ist ja an unser Lieblingszuhörer. Auch für dich. Mach mal coole Videos wieder weiter und so weiter. Oh. Also keep on going und Twitch und so. Mach deinen Scheiß weiter. Ich mache gerade sehr viele Videos. Ich sag's, wie es ist. Auch Robin hört immer zu. Auch Robin, bitte ja. Mach weiter mit deinen Videos. Danke. Nee, ich war, glaube ich, selten so aktiv wie jetzt gerade, beziehungsweise... Also es sind ja auch Videos vorproduziert und so, das ist echt, also die letzte Woche habe ich quasi nur im Schnittprogramm verbracht, habe dementsprechend jetzt auch Rückenschmerzen, danke dafür, also... Deine Haltung ist aber auch nicht gerade die gesündeste hier. Hallo, hast du gerade meinen coolen Stuhl gedisst? Ja, aber gerade du als hier ja selbstständiger Influencer, ne, und ja. Der ja damit arbeitet, kannst du nicht den Scheiß von der Steuer absetzen, mal so einen richtigen Stuhl dir anzueignen? Ja, aber von der Steuer absetzen macht nur Sinn, wenn man Steuern zahlt. Das Steuerabsetzen heißt nicht, dass du irgendwas kostenlos kriegst. Ja, nicht direkt, nee. Ja, und wenn ich aber so wenig verdiene, dass ich gar keine Steuern zahle, macht Steuern absetzen keinen Sinn. Na gut, das ist ja gut, auch wieder richtig. Also Leute, ihr müsst mir jetzt bitte bei Patreon reinsupporten, damit ich mehr Geld verdiene, damit ich mir auch mal einen Stuhl leisten kann, der mir keine Rückenschmerzen macht, den ich dann von der Steuer absetzen kann, die ich dann zahlen muss. Oder mal einen richtigen Schreibtisch, wo du da auch dran stehen kannst, ist ja auch ergonomisch. Habe ich ja. Naja, aber wo du halt auch drunter stehen kannst, du musst ja auch sonst ein bisschen vorbeugen, wenn du daran stehst. Naja, der ist schon, ich habe den ja extra so gemacht von der Höhe, dass der okay ist. Na gut, also ich stehe da schon eine Weile dran. Wenn du dann mit 80 hier nicht mehr deine Prank-Videos machen kannst, weil der Rücken weh tut, ist ja auch scheiße. Ja, was machst du denn dann mit 80 Jahren? Prank im Hospiz, wo Jimmy Carter ist. Oh. Der älteste und noch lebende Präsident der Vereinigten Staaten, musst du dir mal überlegen. Jetzt Joe Biden ist die Nummer 46 und der ist Nummer 39 gewesen. Das ist krass. Und der ist gerade im Hospiz, der wird es leider nicht mehr zum 100. Lebensjahr schaffen, glaube ich. Der Großvater von Aaron Carter, auch er ist gestorben. Wer ist das? Der Name sagt mir was, aber es ist bestimmt ein Gag jetzt, oder? Ja, ja, irgendein Boyband-Typ. Ach so, deswegen kenne ich den nicht. Sapperlot noch der eins. Bruder von Backstreet Boy, Carter, wie heißt denn der? Nick. Nick Carter, genau. Die sind echt Brüder. Was ist denn, wenn man die zweite Silbe von seinem Nachnamen weglässt? Rin Carter? Nein, von dem Backstreet Boys-Typen, wie heißt denn der dann? Nick Carter. Ach so, das ist wie wenn man das Wort gerne ganz oft wiederholt. Ja, das machen wir jetzt hier nicht. Nee. Ich habe euch sehr gerne. Schwierig. Das habe ich mal aus Spaß gemacht auf einem Punk-Konzert, ne? Als wir die Events umgebaut haben, ich sitze so zwei Typen nur wieder, sag mal das Wort gerne ganz oft. Die machen das auch einfach so und dann irgendwann fangen die an, sich anzugucken. Oh, scheiße. Ja, also wenn Punks keinen Humor haben, dann sind das keine Punks für mich. Ja, nicht alle. Naja, dann sind es keine Punks, dann sind das Poser. Ach so, Poser-Punks. Ja, Bravo-Punks. Gut, Nick Carter. Nee, was? Wie heißt Nick der Carter jetzt? Von den Backstreet Boys. Jimmy Carter. Jimmy Carter, der würde am 1. Oktober 2024 würde der 100 Jahre alt werden. Ich drück die Daumen. Ich glaube, die Queen hat es auch nicht geschafft bis 100, oder? Nee, hat sie nicht geschafft. Der Herr Carter ist mir sehr viel präsenter und... Präsidenter auch. Präsidenter, präsenter und sympathischer. Deswegen. Und auch bald Präsenzer. Du schaffst das. Aber Präsenz ist doch nicht Präteritum. Ach so, nee, stimmt. Ach, shit. Er ist noch Präsenz. Also er ist noch dann ist halt bald nicht mehr Präsenz. Ja. Ist egal, keine Ahnung. Zum Glück haben wir hier die geballte deutsche Expertise sitzen. Ich hatte nämlich im Deutschunterricht gerade so 2- geschafft. Echt? Ich hatte immer eine 1 in Deutsch. Ja, aber die Frau Große, und ich dox die jetzt hier mal, die war einfach scheiße. Die war eine große... Es gibt so viele Lehrer, die Frau Große heißen, also bitte. Aber mein Gott, verpiss dich. Echt, ey, das war ganz, ganz schlimm mit der. Egal. Also ich hatte im Abi damals, weiß ich noch, Deutsch 1, Englisch 1, Mathe 4, gerade so. Das war echt funny, als sie die Noten vorgelesen hatten in der Klasse, weil es durften die auch, haben sie auch vorher gefragt. Und dann so, der Tino, Deutsch 1, Englisch 1, alles so, wow, Streber. Mathe 4, aber gerade so. Und dann, okay, da ist die Schwachstelle. Ja, gut. Gut, das kann passieren. Wer auch eine lange Schwachstelle hatte, waren die Eltern von Madeleine McCain.
Denn das Kind war verschwunden vor, weiß ich, seit 2007 ist sie verschwunden. Und es ist so ein Fall, der mir schon als Kind präsent war. Und, ja, und dieses Bild durch von die Bild-Zeitung. Ich habe dieses Gesicht echt nur irgendwie auf so Bild-Zeitungstitel. Ja, der RTL und solche Geschichten, ne? Jedenfalls dieses Bild von dem Mädchen, was halt so in die Kamera guckt und so ein bisschen auch ängstlich auf dem Foto guckt, finde ich, hat sich so mein Hirn eingebrannt. Jedenfalls gab es immer mal wieder Gerüchte so, wer könnte es sein, wo könnte sie sein und ist der Täter vielleicht schon in Haft und so weiter. Und jetzt gibt es einen Instagram-Account, der nennt sich irgendwie I am Maddie McCain oder so. Genau, I am Madeleine McCain heißt der. I am Legend 2 kommt auch bald. Das kann sie auch spielen. Die nehmen für die Fortsetzung ein alternatives Ende des ersten Films, weil in dem ersten Film stirbt Will Smith eigentlich. Deswegen kann. Aha, Spoiler Alert. Nur die gleiche kleine Überleitung, aber sprich weiter über dieses verschollte Kind. Sehr gerne. Und jedenfalls, eine junge Dame hat diesen Account aufgemacht und sie nennt sich Julia Faustina und lebt in Polen und ist... Sieht die gut aus? Sonst kann das Kind gleich einfach verschwunden bleiben. Na, das Ding ist halt, dass sie dem Mädchen sehr ähnlich sieht. Sie ist genau gleich alt wie Maddie und weiß nicht, wo sie herkommt. Also auch sie wurde wohl mal entführt. Das ist ihr bewusst und sie kennt ihre richtigen Eltern nicht. Und ihr wurde immer wieder gesagt, dass sie dem Mädchen so ähnlich sieht, dass sogar die Leberflecken auf dem Foto, auf dem Suchfoto, dass sie die gleichen sind. Also unter dem, glaube ich, linken Auge so einen Fleck hat und am Knie so einen Fleck und die stimmen wohl überein bei ihr. Ja, aber ist das nicht jetzt, das ist die Polen, weil das wurde doch schon widerlegt durch irgendeine Gesichtsanalyse oder so. Naja gut, also es gibt halt... Also es gab keine DNA-Tests noch jetzt, nicht, aber genau. Irgendeine Software hat gesagt, eigentlich nearly impossible oder so. Wollte ich gerade drauf eingehen und verschiedene Leberflecken sprechen dafür. Sie selbst sagt, sie weiß es nicht, aber sie will es halt nicht unversucht lassen. Und ich glaube, das Land Polen wollte jetzt keinen DNA-Test machen, aber hat diesen Account aufgemacht, um halt die Eltern zu erreichen. Und die hat sie auch erreicht und die wollen wohl jetzt echt einen DNA-Test machen. Und der könnte das auf jeden Fall klar machen, ob es ist oder halt nicht. Aber es gibt auch kritische Stimmen, die halt sagen, sie können es eben auch nicht sein, eben aufgrund dieser Gesichtsanalysen. Aber auch großer Punkt, ich habe mir auch viele Dokus angeschaut schon vorher zu dem Thema irgendwie, wenn die Schädel gefunden haben, haben dann die Gesichter nachgebaut. Da klaffen Realität und Wahrheit meist weit auseinander. Es gibt auch Versuche mit irgendwelchen Tierskeletten, die sie aus Spaß auch eingescannt haben. Die sahen dann völlig fantastisch aus, aber waren halt nicht die echten Tiere, wie sie eigentlich aussahen. Also ganz fit sind diese Techniken halt noch nicht. Ja, aber was spricht denn dagegen, einfach einen DNA-Test zu machen und dann die Schnauze zu halten? Machen also die jetzt was soll dieses Rumgeeier? Machen die ja gerade. Was ich halt nur irgendwo gesehen habe, war, dass die Polin angeblich irgendwie 21 ist und die Maddie wäre halt 19. Aber ich finde sie jetzt nicht mehr. Also ich habe gelesen, dass die wohl gleich alt sein soll. Ja, ungefähr. Ja. Also wäre schon spannend. So eine Entführung lässt sich halt auch altern. Das ist ein hoher Stressfaktor. Das stimmt. Das muss man dazu wissen. Aber gerade wenn du auch nicht weißt, wann du geboren bist, kann man ja vielleicht gar nicht genau wissen, wie alt du bist. Das kann ja auch sein. Ja, jedenfalls, das ist gerade sehr, sehr spannend. Und ich finde es schön für die Eltern, weil auch die waren ja zwischendurch, glaube ich, auch in der Bredouille oder im Fokus der Ermittlungen, weil es hieß, sie haben ihre Tochter verschwinden lassen oder so. Es gab einen Unfall und sie wollten das vertuschen. Gab es ja auch mal irgendwelche kritischen Stimmen. Und dass sie auch das so ein bisschen vermarktet haben mit Büchern und Interviews und Dokus und so, das war auch nicht ganz fein. Aber ich kann eben auch verstehen, wenn das die Eltern nicht in Ruhe lässt und die jeden Zug nehmen, auf den sie aufspringen können, um das Kind zu finden. Ja, aber überleg dir das mal, wenn du ein britisches Paar bist und deine Tochter wird plötzlich eine Polin, dann würde ich sie auch verschwinden lassen. Stimmt, hat sich davon gestohlen. Ganz komisch. Naja. Ja. Das sind Witze, die man nicht mehr machen darf, liebe Leute. Die machen wir für euch. Wir sind eh wir sind die Avantgarde und wie dieser Böhmermann. Wir zeigen euch immer nur, was man nicht machen kann. Und genau. Dann wollen wir aber von Merkel beschützt werden, wenn der Präsident von Polen ankommt. Schwingt ja gerade so ein, den wir alle kennen, so ein Unterton mit, der mir nicht gefällt. Wieso? Wenn du mein Böhmi angreifst. Naja, ich hate den nicht, aber komm. Früher war alles besser. Ich hab heute erst einen Beitrag gesehen über diese komischen, wie heißen die denn, die immer vor YouTube-Videos... Den wollte ich mir angucken, ja, diese coolen Leute vor dicken Autos, die sagen... Kommen in die Gruppe und so, und dieses Schneeballsystemartige. Ja, so kannst du Geld verdienen. Hat er wieder so hops genommen. Das fand ich wieder richtig guter, war ein richtig guter Beitrag. Ja, es waren so ein paar Sachen immer dabei, wo ich sage, okay, das ist jetzt entweder belanglos oder so ein bisschen... Aber klar, ey, ich will die gar nicht haten. Hallo? Das ist gut. Hallo, ich habe den groß Songs gemacht damals mit dem Watch Dogs, ja, keine Frage. Skandal, ne? Ja. Ich bin ja auch Fan von seiner Musik. Gut. Schön, Tino. Was ist denn sonst noch die Woche passiert? Es gab
Events, sag ich mal. So. Auf ja. Livestreams. Oh, gab es wieder welche In Toten? Livestreams, Eloquenz. Nein, es gibt einen sehr bekannten Streamer, den ich nicht kenne. Mhm. Ein gewisser Kai. Und nee, aber wäre witzig. Und dieser Kai hat einen Livestream gemacht, einen Sub-Marathon, glaube ich, war das. Also so die Zeit verlängert sich, wenn Subs reinrödeln und so. Also so von Subway, ne, diese Sandwiches, wenn die reinkommen, dann... Genau, ja. Und da hatte er so ein paar Leute geladen und hatte auch so eine Dame neben sich. Subalot. Wenn du ein Wortspiel brauchst für deinen, Sub-Marathon, Subalot. Ja. Das ist geschenkt. Ich hatte zusammen mit Danny die Idee gehabt, also ich glaube ursprünglich kam es von ihm und ich habe es dann noch ein bisschen ausgereift, einen Anti-Sub-Marathon zu machen. Wenn ihr abonniert. Ja, jedes Mal, wenn jemand ein Abo spendet, mache ich eine halbe Minute weniger Stream. Witzig, ja. So was. Ja, aber Subalot, das ist doch das Wortspiel, Leute. Ja, so Subalot. Ja. Und der hatte einen Livestream, einen Subalot gemacht. Mhm. Und hatte da diverse Leute geladen und steht hinter so einer Küchentheke. Nur divers oder auch männliche, weibliche? War divers, ganz divers. Cool. Aber männlich-weiß ist ja auch... männlich-weiblich meine ich. Männlich-weiblich, nee, ich kenne nur männlich-weiß. Ach so, okay. Okay. Männlich und Menschen. So. Okay. Hey, so eine Küchentheke, ja, vor der er steht. Wie du sie hier hast. Genau, ja, so ungefähr. Man kann halt nicht hinter dieser Theke stehen, aber er steht dahinter. Und so eine Dame ist neben ihm und fest so in seiner Unterhose rum. Und das geht eine ganze Weile, dann holt sie die Hand raus und wischt die Hand an seinem Arsch ab, an der Hose. Und hat er sich eingepullert? Ist ja eklig. Die hat wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Die hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass der eine juckende Stelle da in der Hose irgendwie los wird. Und das ist so ein Riesending gewesen. Sein Penis? Ja, auch. Man sieht nichts, aber man sieht halt, dass sie eindeutig in der Hose ist. Und der Skandal darum war, dass er überhaupt keinen Bann, nichts bekommen hat. Ja, irgendwie, also jeder normale kleine Dreckstreamer würde halt sofort von der Plattform fliegen, wenn du da live einen Handjob bekommst. Ich nenne das Kind jetzt mal beim Namen. Haha, Kind und Handjob. Egal. Und dann aber viel, viel besser noch. Also, ja, Skandal. Sie wurde schwanger, komm. Baby Jesus. nein, also ne, großer Skandal, wie kann das sein? Der Typ verschweigt so ein bisschen, also sagt nicht, das ist Quatsch, sondern thematisiert es einfach gar nicht. Irgendwie ein paar Tage später geht er zu so einem ganz kleinen Streamer, der irgendwie, weiß ich 1,20 groß ist. Ja, 1,20 und 30 Zuschauer oder sowas hat. Ja. Und haut da 100 geschenkte Subs rein bei dem. Der rastet übelst aus. Alter. Und dann sieht er so, oh, das ist Kai Tencent. Ich weiß nicht, wer heißt. K-Cent. Irgend sowas. Ja, alter. Geil. So, und 10 Sekunden rastet er aus und freut sich über die Subs und dann, wow, fuck this shit, he just got a handjob. Also während der Typ reagiert da ja drauf in seinem eigenen Livestream und hat es immer verschwiegen, haut dem 100 Gift-Subs raus und das Erste, was er sagt, wow, wait, fuck all of this, he got a handjob. Und er so, wow, und stellt direkt auf Mute und sagt gar nichts mehr. Und es ist so großartig, shit. Alter. So richtig guter Fail. Das ist witzig. Finde ich gut. Das ist mein neuer Held. Also da geht auf jeden Fall... was war das Gegenteil von der Holzschnecke? Das Positive, ich hab's schon wieder vergessen. Goldhamster, keine Ahnung. Der Goldhamster geht auf jeden Fall an diesen Streamer. Der kriegt halt irgendwie dafür 500 € Scheiße geschenkt. Und das Erste, was er aber macht, ist den Typen da in die Bredouille zu bringen. Das ist richtig geil. Finde ich witzig, finde ich gut. Übelst gut. Ist ein Ehrenmann. Ich habe auch mal so einen Artikel gelesen über Livestream-Sex-Fails, ne, wo irgendwo irgendwelche Streamerinnen vergessen haben, ihren Stream auszumachen und sie sich dann eingefingert haben. Ja. Erst wenn sie fertig war, wurden die halt ausgeschaltet. Ne? Immer, wenn das halt vorbei ist, müssen wir ja ausschalten. Oder die ja beim Sex erwischt worden sind, so. Das ist ganz furchtbar funny. Großer Zufall, ja. Manchmal. Aber ich habe auch noch einen in dieser Richtung, wo du das gerade ansprichst. Es gibt noch eine Streamerin, Chiara Kitty, die ist wohl auch in der Vergangenheit schon skandalöse aufgefallen, kenne ich alles nicht, keine Ahnung, ist mir auch egal. Hello Kitty. Aktueller Content ist, sie sitzt in der Bücherei, alles ganz still, nur im BH oben rum und studiert, ja, also sie tut so, als würde sie lernen und das stundenlang, sie redet nicht mehr dabei. Das ist dann Content, die Views klackern rein, ja, das Geld rödelt nur so in ihr Portemonnaie und jetzt... Also sie versucht scheinbar öfter Dinge, um relevant zu bleiben. Und jetzt hat sie versucht, in so einem Bücherei-Setting kurz aufzustehen, ich gehe mal aufs Klo. Und dann hat sie selber so getan, als würde jemand ihr Handy klauen.
Also das Handy steht da so auf der Stage, genau. Nimmt das Handy, macht den Stream nicht aus, weil das, also ein Gangster, Alter. Geil, muss laufen. Ein Dieb würde doch als erstes mal irgendwie das Display ausmachen oder so. Mhm. Aber nein, sie nimmt das Handy und filmt halt per Livestream, wie sie wegrennt, fällt dabei aber hin. Und das Handy dreht sich um und man sieht so zwei Frames, sieht man ihr Gesicht und sie macht ganz schnell das Handy aus. Sie hätte halt einfach sagen können, haha, guckt mal, ich habe euch verarscht oder so. Mhm. Obwohl es ja wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, weil sie redet ja eigentlich nicht, soweit ich weiß. Aber das Handy auszumachen ist wirklich das denkbar Ungünstigste. Sie hätte das so wegspielen können, aber so, oh shit, es ist so gut. Oh, ich wurde erwischt, verdammt nochmal. Aber im Endeffekt hat sie es geschafft, die Leute reden drüber. Siehst du, das war ja ganzes Ziel, auch das Hinfallen war gestaged. Ah, das glaube ich nicht, dafür sah es so realistisch aus. Das traue ich ihr zu. Aber hast du auch manchmal Angst, wenn du irgendwie Livestreamen machst, dass du es nicht ausmachst und dann irgendwie Sachen machst, die man nicht sehen sollte? Da ich solche Sachen nicht mache, nee. Ach so. Okay. Aber also habe ich bis jetzt wirklich keine realistische Angst vor. Ich habe halt das einmal gemacht, weil ich nicht wusste, das war ganz früher, weil ich nicht wusste, dass wenn man quasi die Zuschauer rüber raidet, dass nicht automatisch der Stream beendet wird. Hm. Also, das war halt dann weird, als dann Leute wieder im Chat kamen und sagen, moin, was geht? Aber das war halt auch das Schlimmste, was passiert ist. Ja. Es war halt ganz komisch. Ich so still nach dem Stream so, kurz noch irgendwas eingegeben, was weiß ich, Titel vom Stream oder was weiß ich geändert. Ja. Und dann so, ja moin, was geht? Und ich, was ist denn hier los mit meinem Programm? Naja, aber gut, dann kommen wir noch zu einer letzten Sache hinsichtlich Streamer, wenn wir gerade diesen großen Block hier bearbeiten. Es gibt noch eine, ich sag mal Streamerin, Silver Whale, aber es ist eine, ich komme gerade gar nicht drauf. Das ist gar kein Wal, das ist ein Delfin. Nein, Whale wie Tal. Ach so. Oder halt, was heißt es? Das heißt, glaube ich, noch was anderes als Tal. So diese, ein Whale, was ist denn das? Ein Reich oder sowas. So ein größerer. Whales quasi. Ich komme gerade nicht drauf. Egal. Und die ist aber eine VTuberin. Das ist das Wort. Also, eine was? Man sieht sie nicht in echt, so wie Hachiu vielleicht. Kannst du den? So. Was? VTuber. Virtual quasi. Ah, VR, okay. Naja, nicht VR. Sie ist halt einfach eine Anime-Figur, die sich bewegt und redet. Ach so, okay. Und die hat wohl Todesdrohungen und alles mögliche Bullying bekommen, weil sie Hogwarts Legacy gespielt hat. Mit Recht. Und hat jetzt ein sehr virales Statement gemacht. Also sie hat einen Stream gemacht, hat da ein Statement gemacht. Aus diesem Statement wurde das rausgeklippt und das ist sehr viral gegangen. Wie sie sagt, hier, das ist mir jetzt scheißegal, ich lasse mich nicht hier reinbullien, weil ich einfach nur eine Zauberin sein will. Und ja, das war so ein großes Ding. Ich habe das nicht mitbekommen, außer halt diesen Clip. Mhm. Aber ja, das vielleicht auch nochmal, um die andere Seite anzugehen. Weil es gab ja jetzt vor kurzem irgendwie das, oder war das vor kurzem, diese Teenage-Person, die irgendwie abgestochen wurde in UK? Weiß ich nicht. Trans-Teenage-Person, ich weiß. Das gibt's öfter mal. Ja, doch, stimmt, das war jetzt. Machen, ja. Weil also theoretisch... Das ist jetzt, ne, da kommt ganz schnell der Begriff des Whataboutism, aber sich auf sowas zu konzentrieren, statt irgendwie als Hive-Mind irgendwie Streamer aus dem Leben zu mobben, weil sie ein Spiel spielen, ist vielleicht ein bisschen geiler. Das heißt ja stattdessen, man kann ja beides machen. Man kann ja sowohl den Streamer totmobben und... ja, eben, also das widerspricht sich ja nicht. Ja. Jemanden totmobben und totstechen. Nee, aber was ist, wenn diese Energie, die dafür aufgewendet wird, Streamer irgendwie zu harassen im großen Stil? Also das war schon organisiert, so wie ich es verstanden habe. Mhm. Es gibt auch das Subreddit Gaming Circle Jerk und das ist halt wohl so ein bisschen... abgewandelt. Ich will die jetzt auch gar nicht schlecht reden, weil die haben ja im Kern irgendwie noch eine gute Mission, aber halt, es hat sich so ein bisschen dahin gewandelt, dass die so sehr sich darauf eingeschossen haben und vielleicht auch ein bisschen übertreiben. Ja, diese ganze Hogwarts Legacy-Thematik und so und Gamer sind, oder schlimme Sexisten-Gamer und sowas. Egal. Und wenn man diese Energie aber darauf verwendet, zum Beispiel die Politik in UK mit Briefen und E-Mails zu bombardieren, die sollen hier mal sich straffen und nicht das Gesetz, was eine J.K. Rowling irgendwie auf den Weg bringen will, da in diese Richtung sich zu entwickeln. Vielleicht wäre das irgendwie geiler. Ja, das sehe ich ja auch ein. Wirst du auch bald Opfer von den werden, stimmt, dass sie dich anschreiben und sagen, ey, you're not a referee, please stop playing this game. Aber ich muss sagen, ich finde es da krass, dass sie das so
mitnimmt, obwohl sie komplett anonym im Internet ist. Also klar geht es ihr wahrscheinlich auf den Sack, wenn der Chat die ganze Zeit übelst toxisch ist und so, aber rein theoretisch. Dafür ist ja so eine Kunstfigur da, ne? Dass man das abprallen lassen kann. Die greifen ja nicht dich an, hier als Lisa Müller oder wie du heißt, sondern eben als Manga-Figur. Ja. Asphalt 5. Oder noch eine Sache, auf die man sich vielleicht besser konzentrieren könnte als auf ein Videospiel. In Tennessee gibt es ein neues Gesetz, das Republikaner auf den Weg gebracht haben, dass Drag-Shows verbietet. Das sind Felonies. Und Felonies sind, soweit ich weiß, mehr als Verbrechen, sind noch so Staatsverbrechen. Wie kann ich denn das besser übersetzen? Felony, Deutsch. Felonies heißt auf Englisch Verbrechen. Ja, aber also das ist halt eine Form von Verbrechen, die irgendwie auf der Bundesebene relevanter ist. Verbrechen oder so. An die Menschheit. Irgendwie sowas. Das ist halt so dumm, weil ich habe noch, weiß nicht, ich habe so eine Rede von einer Frau gehört, die meinte, ich habe noch nie... Da, Kapitalverbrechen steht hier zum Beispiel. Ich wurde noch nie auf einer Dragshow irgendwie missbraucht oder angefasst. Oder es wurde noch kein Kind auf einer Dragshow irgendwie vergewaltigt, aber in halt sämtlichen Kirchen und Gemeinden halt schon. Warum man da so einen Fokus drauf legt, das ist so allein dumm. Also es ist ja basically ein Dresscode. Du gibst per Gesetz einen Dresscode vor, dass Leute sich auf eine gewisse Art nicht anziehen dürfen auch, ne? Meint ihr jetzt einfach Track an sich darf man nicht mehr machen oder Drag-Shows nicht mehr machen? Drag-Shows. Okay, aber so Drag sein darfst du immer noch machen. Ja, super, aber trotzdem. Dann nennst halt nicht so, dann nennst halt irgendwie Lady-Shows und dann machst trotzdem dann... Ja. Männliche Personen, die sich halt als Drags verkleiden. Naja, wenn der Supreme Court funktionieren würde, würde der ja auch voten, dass das absolut unconstitutional ist, ja, dass es mit dem amerikanischen Grundgesetz nicht vereinbar ist. Aber richtiger Drag. Ob das passiert, ist die Frage richtiger beim Drag, aktuellen sag ich dir, ja. Supreme Court. Ja. Das ist wieder eine richtig dumme Sache. Also so eine Prinzipsache von wegen, wir finden das scheiße, deswegen müssen wir es verbieten. Und dann kommen die immer mit, ja, wir sind das Land der großen Freiheit und Meinungsfreiheit, wir wollen mit Waffen um uns schießen dürfen und so, aber Leuten verbieten, sich zu verkleiden und Shows zu machen, weiß ich nicht, das ist halt so offensichtlicher Bullshit einfach. Ich habe sogar noch eine Streaming-Sache, die ich hier nicht unter den Tisch fallen lasse. Zapperlot. Ja, ist so. Etienne Gardet kennst du aus meinen Gamescom-Videos. Ja, den habe ich Game 1. Auch, ja, Game 2, Game 1. Game 3 und Game 4 auch. Game 1, Game 2 und Nosferatu TV Gamescom-Videos. Ja. Das ist so die drei Sachen, wo man den herkennt. Mhm. Eigentlich eher so ehemals Giga ist, glaube ich, relevanter für ihn als Game 1, weil da ist er relativ spät dazu gekommen. Ist auch nur eine kleine Sache. Der war im Chat von Gronkh, also hat selber gelivestreamt, wie er im Chat von Gronkh ist. Mhm. Und so ironisch, aber schon irgendwie Panne, weil es ist kein cooler Move zu sagen, cooles Spiel, ich stream das jetzt auch. Kommt alle zu mir rüber. Ja, sagt er halt im das Chat ist, von Gronkh. Das ist echt ein bisschen peinlich. Auch wenn man es ironisch macht, ist es halt trotzdem nicht cool. Und er wurde halt instant gebannt. Ja. Und es ist halt cool, weil er ist ja selber auch so eine Medienpersönlichkeit und die kennen sich, soweit ich weiß, ja auch. Mhm. Die haben sich, glaube ich, ein, zwei Mal schon getroffen in irgendwelchen Sendungen. Und wahrscheinlich hat Gronkh ihn nicht persönlich gebannt, sondern Moderator. Aber unpersönlich. Aber es ist halt so, weißt du, er geht dahin so, ja, ich bin Etienne hier, ich gehe jetzt mal bei Gronkh und mit. Es war halt irgendwie Panne. Es so. Ist assi einfach, ich find's assi. Das aber macht man nicht. Es ist halt einfach witzig, dass er innerhalb von 20 Sekunden weggebannt ist. So richtig ehrenlos. Jetzt muss er so eine, kennst du das, wenn man gebannt ist, muss man so eine Entschuldigung schreiben, damit man entbannt wird. Echt? Ja, sorry, es war nur ein Spaß, könnt ihr mich bitte entbannen, ich bin der Etienne. Finde ich witzig. Ich bin noch nie gebannt worden bei Twitch. Bis kann jetzt. Ich mal machen. Habe ich auch gedacht, im Anti-Sub-Marathon, ey, spende mir 10 Euro, wirst gebannt. Für immer. Lebenslänglich. Na gut. Wer auch jetzt lebenslänglich Single... Ah, fuck, die Story ging noch weiter. Erzähl weiter. So, okay. Ja? Deine Überleitung merke dir. Matteo von Bonjour, die sind so ähnlich wie das, was Rocket Beans mal war, dass sie so einen langen Live-Sender haben. Ich weiß nicht, ob die auch 24/7 sind, ich gucke die nicht, keine Ahnung. Könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen. Der hat seine zu ihm geschickt, seine Zuschauer, und hat gesagt, ey, sag mal alles gut und Entschuldigung von Gronkh. Aber es waren halt die Zuschauer von ihm anderen. Und er dachte dann so, oh Gott, was? Oh Gronkh, ja, kein Ding. So. Und hat es nicht gecheckt, dass es damit nichts zu tun hat. Er kann ja auch nicht checken. Es ist ein solider Prank. Ich muss auch mal wieder Raid-Pranks anfangen. Ist eine Weile her jetzt. Fand ich witzig. Ja. Tatsächlich.
Gut, jetzt aber deine Überleitung. Habe ich kaputt gespielt. Wer auch gute Überleitung kann, aber jetzt alleine zu Hause sitzt, ist Markus Lanz. Mm. Denn Ehe aus, nach ganz vielen Jahren Ehe mit, ich habe vergessen, wie die Frau hieß, wollte es mir extra merken. Ja. Trennung von... Also von hier sieht die aus wie Angela. Sarah Wagenknecht aus dem Winkel. Stimmt, ja, ein bisschen, ja, vielleicht. Na, jetzt ist es natürlich gerade weggegangen, wo ich es so angucken wollte. Oh. Ja. Erstmal Cookies ablehnen. Genau, seine Verlobte... Nee, also eine Ehefrau Angela haben sich nach 15 Jahren jetzt getrennt tatsächlich. Ich weiß auch warum. Weil der jetzt den Precht liebt. Ich glaube nämlich auch. Mhm. Eine neue Liebesgeschichte. Ja. Ein Podcast-Paar. Das zweite nach uns beiden quasi. Ja. Das haben sie uns nachgemacht. Wir sind Nummer 1 in Deutschland und die mit ganz großem Abstand irgendwann Nummer 2. Noch viel weniger. Das sind 2.100.000. Fuck, mein Markus Lanz und Precht Real Life Video muss ich immer noch machen. Es ist halt so ein. Ich habe ein bisschen Respekt davor, weil ich habe. Also, ich will ja die beiden Charaktere gleichzeitig spielen. Und das ist halt einfach ein bisschen anstrengend, schon in meinem Kopf, ja. Ja. Aber vielleicht, also jetzt mit dieser neuen Information, vielleicht lasse ich das Video dann enden, indem die sich dann beide küssen. So, ja, wäre cool. Oh, Markus. Ja, Markus. Mh. Oder willst du Markus? Ja. Ja, liebe Grüße, Markus. Lad uns doch mal ein in deinen Podcast. Da können wir dir mal Tipps geben, wie wir Frauen kennenlernen. 10-mal Nein und trotzdem Bang. Ich will gerne mal zu Markus Lanz in die Sendung. Ich will mal du willst dich mal kaputt moderieren lassen. Ich will einfach mal sitzen und irgendwas Cooles vorstellen. Ein Buch. Du oder kommst so, ja nicht dazu. Podcast. Der muss ja 20 Minuten seine Meinung aufdrücken. Von mir aus, aber ich will einfach da sitzen und ihm zuhören und sagen: Ja, okay, es ist okay, Markus. Ich habe nichts zu sagen. Wirklich, wie gesagt, alleine wegen diesem Video, was ich plane, höre ich da echt öfter mal rein bei den beiden, ja. Und im Podcast hat er auch schon viel Scheiße gesagt, aber er ist so viel angenehmer als in dieser Drecksendung. Ich check das nicht. Da hat er irgendwie jetzt, was habe ich neulich, das war Sarah Wagenknecht, stimmt, die war da. Und ist ja okay, wenn er nicht mit ihr übereinstimmt, mit ihrer Meinung. Aber ich verstehe nicht, was das für eine Moderationsposition ist, wenn er 10 Minuten... ein alleines Gespräch mit ihr führt, dann noch 2 andere Gäste daneben sitzen und er die ganze Zeit hier, aber Frau Wagenknecht, so darauf einhackt. Ich dachte, ein Moderator hat eher eine moderierende Position und nicht eine argumentierende. Na, der ist jetzt ein bisschen wie The Rock, ne? Weil WWE doch mal ein Mikrofon kam und meinte so zu den Leuten, what do you think? Wenn der andere Luft holt, it doesn't matter what you think. Ja. So ein bisschen ist Markus Lanz. Ich glaube, sein großes Vorbild ist einfach The Rock. Ich denke auch. Ich hoffe, der wird auch mal so erfolgreich. Er wäre gern Profi-Wrestler geworden, Markus Lanz. Ich würde da voll gerne sitzen. Er kommt aus Tirol und er sagt immer System. Ich habe mir schon so ein paar Sachen rausgesucht, die Markus Lanz Sprachduktus ausmachen. Aber und, System ist am besten. Und ständiges Name-Dropping. Ich habe mal mit dem Papst gesprochen und wir haben uns dann verabredet mit Madonna auf einem Kaffee. Ein unglaublich spannender Mann. Das ist ganz interessant. Ich war mal mit den Pilgern im Schwarzwald und da haben wir... Ich mag es ja, wenn es bitterkalt ist. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, dass ich schon mal am Nordpol war, Richard. Am Nordpol. Ich habe mal mit Menschen vor Ort gesprochen, die mir auch gesagt haben, dass sie große Fans sind von Sarah Wagenknecht. Mhm. Und habe ich mal mich mit ihr unterhalten. Auch sie sagt, dass Gregor Gysi mich mal kennenlernen möchte. Wo wir gerade von Tirol reden. Kennst du den Duzandepetl? Nee. Den Duzandepetl. Also das hat... Das klingt schon so lächerlich. Das habe ich doch gestern noch zu Duzandepetl. Das klingt wie jemand, der in Österreich auf dem Berg steht, oder? Ein bisschen, ja. Heidi geht zum Duzandepetl und lässt sich richtig durchrödeln. So lebt in der Holzmichel noch. So. Genau. Ja. Aber Duzandepetl ist die Stadt, wo eine große Explosion war. Wir haben gestern am Rande drüber geredet. Ach in, so, ja. In Mexiko. Mexiko. Ja. Der Duzandepetl in Mexiko. Da gab es mal wieder eine große Explosion, weil das ist jetzt Usus auf dem nordamerikanischen Kontinent, dass andauernd irgendwas explodiert. In Ohio gab es ja auch nochmal so eine angezündete Fabrik nach dem Chemiezug. Ein großer Spaß. Und ich wollte es hier nur mal reinnehmen, weil ist eine epische Explosion. Kann man sich mal angucken. Aber vor allem ist es ein geiler Name mit Duzandepetl. Jetzt schon wieder diese scheiß Werbung. Jeremy Fragrance hier mit einem Stück Leibbrot am Strand. Ich habe die so oft, so fucking oft. Ich gar nicht, tatsächlich. Hier, guck mal, Duzandepetl. Das sieht aus wie literal hell. Da ist einfach nur Feuer und Flamme. Oh ja. Und schwarze Dunstschwaden. Es sind auch Leute weggestorben. Kann ich mir vorstellen bei den Bildern. Uncool. Ja, aber Duzandepetl. Es gab auch eine große Explosion am Saftmarkt. Und zwar Punica ist eingestellt worden. Punica, Alter. Eingestellt? Ja, Punica gibt's jetzt nicht mehr.
Das ist schlecht. Das verschwindet langsam. Aber ich finde, das war längst überfällig. Weil diese Drecksflaschen, die habe ich mir als Kind immer so angesetzt und links und rechts ist es so vorbeigelaufen. Das war doch der ganze Charme davon. Nee. Wir hatten auch Punika-Flaschen, riesiger Saft in Anführungsstrichen, das ist ja mit Wasser, Zucker vermischt und so. Das habe ich so oft getrunken als Kind, diesen riesigen Flaschenhälsen, ja. Die hast du gar nicht in den Mund reinbekommen und immer lief es halt an der Seite runter. Ekelhaft. Was der ganze Charme war. Nee, das ist Schmutz, ey. Aber ich habe es halt auch seit 15 Jahren nicht mehr getrunken bestimmt, auch nicht mehr gesehen irgendwo. Ich werde nochmal jetzt, wenn ich jetzt nach Hause laufe, auf dem Weg zum Herkules Edeka oder so, mir nochmal eine Punika-Flasche holen. Hm. Aus Nostalgiegründen. Gerade der rote Saft war richtig, richtig den geil. Den kenne ich nicht. Ich hatte immer die Standard-Orange, Multivitamin war das wahrscheinlich. Wir hatten immer den roten mit Traube, ja. Glaube ich. Ich habe schon wieder mit meinem Knöchel hier Probleme. Ich muss, glaube ich, mal zum Arzt. Also ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht habe ich wirklich so ein Stück Knochen abgesplittert oder so. Ich kann meinen Fuß komplett bewegen, liebe Leute, ja. Mhm. Aber wenn ich hier so leicht von unten da so dran drücke, da ist so ein widerlicher, hier, Alter, hier ist es richtig mies, so ein widerlicher, stechender Schmerz, aber man sieht halt nichts. Mhm. Es sieht so ein bisschen bäulich aus, ne? Da, Alter, da ist bestimmt irgendwie ganz eklig. Vielleicht ist es auch eine Entzündung oder so. Ja doch, geh mal zum Arzt lieber, bevor es irgendwie sich entzündet und du abfault. Dann sterben musst. Ja. Da kannst du ja nicht mehr erleben. Wie heißt die? Warte, Jennifer Lawrence mehr Geld verdient. Denn es gab jetzt ein. Wird Zeit. Ein Interview, dass sie beim Film Don't Look Up viel weniger bekommen hat. Und zwar 5 Millionen weniger als Leonardo DiCaprio. Die soll die Schnauze halten. Obwohl sie ja gleichwertig quasi in dem Film aufgetreten sind. Ja und? Es geht nicht nach Screentime. Leonardo DiCaprio ist eindeutig beliebter und bekannter als sie. Das schreiben auch viele in den Kommentaren. Also soll die Schnauze halten. Das sehe ich auch viele in den Kommentaren, dass es halt ein bisschen auch geht um die Bekanntheit und so weiter. Wenn aber Leonardo DiCaprio ein No-Name-Actor gewesen wäre, hätte der weniger Geld gekriegt als Jennifer Lawrence und niemand hätte sich beschwert und sie auch nicht. Ich finde die beiden schon annähernd auf einer gleichen Stufe. Nee. 5 Millionen ist schon ein großer Gap, oder? 5 Millionen. Ich weiß, wenn es 100 Millionen sind und 95, ist es kein großer Gap. Das habe ich jetzt nicht rausfinden können, wie viel es war. Also klar ist Jennifer Lawrence ein großes Ding und bekannt, aber Leonardo hat alleine irgendwie 20 Jahre mehr, weißt du, seit Titanic oder sonst was. Da war die noch nicht mal geboren, da hat er schon seinen ersten, Titanic ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Das war schon 20 Jahre. Top 3, Alter. 30 Jahre oder fast. Top 4. Ich glaube, der ist jetzt Top 4, ist auch eine Meldung gewesen. Das stimmt. Avatar 2 hat, glaube ich, war es Titanic? Ich bin mir nicht ganz sicher. Avatar 2 ist auf jeden Fall jetzt auf Platz 3 der erfolgreichsten, auch ich glaube auch nach Inflationsbereinigung Filme aller Zeiten. Und James Cameron hat halt jetzt 3 von 4 Top-Filmen irgendwie. Das ist schon krank. Ja, insane. Ich glaube nur Avengers Endgame ist mit da oben, was nicht von James Cameron ist. Also wir haben Avatar, Avatar 2, Titanic, Avengers Endgame. Und Schuld ist Manitou wahrscheinlich noch. Nee. Schade. Sollte aber so sein. Jedenfalls hat sie sich jetzt darüber echauffiert so und ihr Kommentar war dazu, it doesn't matter how much I do. Und ich muss sagen, ich finde es trotzdem irgendwie scheiße. Es sollte nicht immer so krass um Bekanntheit gehen, sondern irgendwie auch um die Leistung, die du vollbringst und was du auch machen musst. Das ist doch, ja, Tino, in einer idealen Welt ist das bestimmt irgendwie so, aber das ist doch völlig. Aha, also wäre es ideal, wenn sie genauso gleich verdienen würde. Jein, also das ist immer noch die Entscheidung der Leute, die halt die Leute casten. Was sie halt für Verträge machen. Und wenn man sagt, okay, der Leo braucht halt 5 Millionen mehr, damit der bei uns mitspielt, machen wir denn dieses Angebot. Oder vielleicht hat er auch einfach besser verhandelt. Und sie halt nicht. Sie hat gleich ja gesagt. Er hat gesagt, ich will 10 mehr. Dann haben sie gesagt, naja, gut, 5 mehr. Und dann zack. Sagen auch immer viele, die da so ein bisschen dem kritisch gegenüberstehen, dass Männer einfach besser verhandeln könnten als Frauen. Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. Aber das sehe ich auch ganz oft in den Kommentaren. Das ist, dass er besser verhandelt hat, weil der erfolgreicher ist, er besser ist. Besser, gut, ist subjektiv, aber finde ich auch besser. Bekannter, ja. Länger im Business, das kann 1000 Gründe haben. Das jetzt wieder auf, ich bin eine Frau runter zu kürzen, ist ja wohl ganz Quatsch. Naja, ist aber auch, kommt noch nicht ganz von ungefähr. Wie gesagt, wenn er ein unbekannter Typ gewesen wäre, der weniger Geld als sie gekriegt hat, trotzdem genau die gleiche Rolle, da hätte sie niemals gesagt, das ist voll ungerecht, ey, wir haben die gleiche Screentime und der kriegt weniger Geld als ich, hätte die niemals gesagt. Ich versuche gerade rauszufinden, ob das allgemein so ein Ding ist in Hollywood, dass Frauen weniger verdienen, aber ich finde es nicht. Also, wo wir gerade von den erfolgreichsten Filmen gesprochen haben, Zoe Saldana ist eine Frau, die ist in 3 von diesen 4 Filmen drin und spielt in jedem Fall ein Alien. Das muss ja auch voll krass sein, wenn du da irgendwie da mit drin bist in all diesen Filmen.
Ja. Guck mal, hier ist eine Statistik mit der Hollywood Gender Pay Gap, nennt er sich. Und das ist schon eine riesige Kurve. Ich meine, ich würde es verstehen, wenn es so ein bisschen anders wäre, so wenige Millionchen. Ich muss auch gerade ganz kurz als Disclaimer einsagen, ich habe nicht gesagt, dass es das gar nicht gibt. Ne? Mhm. Ich habe gesagt, in dem Beispiel ist es Schwachsinn, da mit dieser Keule zu kommen. Naja, es ist halt irgendwie nur anekdotisch. Das ist halt wieder ein Beispiel von vielen Beispielen. Ja, und ich habe über dieses Beispiel geredet, nicht über allgemein. Hier sehen wir gerade von Statista so ein paar Balken, was Schauspieler und Schauspielerinnen verdienen in Millionen. Und zwar die 100 bestverdiensten Prominenten. Und da hast du schon eine riesige Lücke. Ja, aber auch das kann wieder 1000 Faktoren haben. Ne? Also dieses Ding von wegen, ich mache jetzt einen Film mit nur Frauen, damit ich die weniger bezahlen muss. Das kennst du. Ja, aber es ist halt kein geiles Argument. Es ist ein Gag, ja. Weil es ist Schwachsinn, das macht ja so keiner. Aber es kann ja trotzdem auch 1000 Faktoren haben. Es kann auch systematisch sein, dass halt die Menschen an sich einfach lieber Männer auf dem großen Screen sehen. Ja. Oder Männer werden viel mehr auf die Bühne gestellt. Und deswegen sind Männer halt erfolgreicher oder halt werden öfter gecastet. Was oder Männer werden öfter auf die Bühne gestellt. Naja, das kann sich ja, ich sage nur, dass es nicht so ist, dass der Hollywood-Regisseur sagt, okay, ich brauche hier eine Figur, ist eigentlich egal, welches Geschlecht die hat, ich nehme mal eine Frau, damit ich weniger bezahlen muss. Das passiert halt nicht. Nee, er denkt sich, ich habe diese Figuren, die ich besetzen kann und ich werde mal DiCaprio so viel vorschlagen und eine Frau mache ich mal locker 5 Millionen weniger. Wir hätten das schon annehmen. Aber die Frau ist halt nicht so bekannt. Und hat nicht in Titanic mitgespielt. Jetzt in dieser Geschichte, aber in diesem ganzen Pay Gap, du hast ja die riesigen Abstände gerade gesehen auf der Tabelle, in dem Graphen. Ja. Das ist schon dann kein Zufall mehr. Du kannst ein bisschen bereinigen was und beschönigen und sagen, ja, es gibt die Männer, die erfolgreicher sind und bekannter sind. Aber solche krassen Sprünge finde ich schon sehr systematisch und auffällig. Das und kann strukturell. Gut sein. Und narrativ. Und ja, hau noch ein paar Phrasen raus, komm. Ja. Hau sie alle raus. Ja, gut. Da ich sehe schon wieder Dieter Bohlen hier. Was von letzter Woche so. Ist das noch. Weil der verdient auch mehr als Katja Krasewitze. Ne? Ist ganz schön gemein. Garantiert verdient er mehr. Eigentlich richtig als gemein ist das, oder? Gender Pay Gap ist das. Ja, schon. Auf eine Weise bestimmt. Es gab noch wo wir gerade von Frauen reden in schwierigen Situationen. Harvey Weinstein. Ja. Auch, ja. Der hat jetzt 16 Jahre bekommen. Für seine Rape-Accusations, die halt demnach weitestgehend nachgewiesen werden konnten. Aber 16 Jahre? Waren auch nur zufällig Frauen, die er da vergewaltigt hat wahrscheinlich. Ja, mein Gott, jetzt willst du dir doch noch... Der hat 16 Jahre bekommen, jetzt willst du ihn dann noch für anschuldigen, dass er heterosexuell ist. Ja, will ich. So ein Arschloch, so ein Homophob. Und Misogynist. Aber 16 Jahre finde ich erstaunlich wenig. Wenn das wirklich so ein wirklich langwieriges, krasses, systematisches Ding war. Und ich glaube, hier unsere, über wen haben wir gerade geredet? Jennifer Lawrence. Genau, ich glaube, die war auch mit dabei. Oder zumindest... Hat die mit vergewaltigt? Die war auch Mittäterin. Die haben sie noch nicht erwischt, weil es halt eine Frau und egal. Nein, das ist 16 Jahre, finde ich wenig. Wahrscheinlich die kleinste Violine der Welt, ne? Wahrscheinlich hat er deswegen weniger offen... Möglich, aber ich glaube trotzdem, dass die 16 Jahre reichen, dass er da nicht lebend rauskommt. Der ist ja auch schon, weiß ich nicht, 65 und... sehr, sehr zerkokst. Aber dennoch, ich dachte, er hätte mehr bekommen sogar, aber ich bin auch nicht so ganz drin, wie er in den Frauen war. Ja, mal gucken, ob ich den richtig alt geschätzt habe. Jedenfalls, jede Sekunde, die er im Knast ist, sitzt er zurecht, muss man sagen. 70 ist er sogar 70, schon. 70, ja. Ob der mit 86 nochmal rauskommt. Ja, aber selber dran doof halt. Ne, dann nimmt er sich mal den Leonardo vor, damit er nicht so viel Geld verdient. Gott, oh Gott. Kann er gern machen. Was haben wir noch? Und zwar, wer bald aus dem Facebook-Knast entlassen wird, ist die Bundesregierung. Und zwar, der Bundesschutzbeauftragte Ulrich Kälber hat das Bundespresseamt, BPA, angewiesen, den Betrieb der Facebook-Fanpage der Bundesregierung einzustellen. Tino, ich finde das so geil, dass du hier immer mit diesen relevanten Facebook-Nachrichten kommst. Ja, ne? Okay, also warum? Die Bundesregierung soll jetzt keine Facebook-Seite mehr haben. Genau, ich habe nur vergessen, warum. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Weil die Bundesregierung gegen die... Wegen Datenschutz wahrscheinlich einfach, ja. Die gegen die Verordnung verstößt. Aus Datenschutzgründen. Dürfen einfach keine Regierung haben. Das finde ich witzig. Das Bundespresseamt habe 4 Wochen Zeit, die Abschaltung vorzunehmen. Wird es passieren? Wollen wir wetten? Ich sage, es passiert nicht. Aber warum? Also ich Datenschutz. Aus Datenschutz. Was Datenschutz?
Ja, hab jetzt, habe ich ja Löcher in dein Viertelwissen reingelockt. Ich hatte es gelesen vorgestern, aber ich habe es vergessen, was drin stand. Ja, gut, dann hat die Tagesschau berichtet, dann kommen wir doch mal zu diesem anderen Thema, was die Tagesschau berichtet hat, nämlich da ging es um Nord Stream und dass da Bomben geplantet wurden. Gepflanzt, eben. Da wurden Bomben geplantet und die Tagesschau, dass dieses sehr respektvolle Medium? Ja, Klatschmagazin in dem Fall, hat nämlich übersetzt, dass die in Pflanzenform dort angebracht wurden. Also die haben Plant nicht mit Platzieren, sondern mit Pflanze übersetzt. Besser als Plazenta. Das ist vielleicht so ein ganz klein wenig ein peinlicher Fehler, der dann 1-2 Tage später korrigiert wurde. Aber, und warum ist das passiert? Es ging um den Bericht von Seymour, wie hieß er, Hirschel? Keine Ahnung. Hirschkuh? Seymour Hirschkuh. Der Bericht über dieses Nord Stream-Ding. Ein halbwegs respektabler Journalist, der Pulitzerpreise und so weiter unter seinem Mantel nachzuweisen hat. Und der heißt jetzt, der sagt jetzt, die USA waren das. Ist im Rahmen des Möglichen. Echt? Weiß man ja nicht. Haben die USA pflanzenförmige Bomben? So Sonnenblumenkerne draufgeschmissen, kann schon sein. Mhm. Weiß man's? Zerfressen. Ja, wird sich zeigen, was oder der Biden dazu sagt. Oder auch nicht. Wahrscheinlich wird er selber nichts mehr sagen. Ich sehe jetzt nur noch KI-Videos von Biden. Das ist so hart, wie viral die gehen. Ja, das ist echt gruselig, was da passiert. Aber richtig geil. Ich habe ja gestern, als du angekommen bist, habe ich gerade dieses KI Biden, Trump, Hillary und Obama spielen Minecraft-Video abgespielt. Mhm. Das ist überragend. Das ist witzig. Das ist überragend. Das kenne ich gar nicht, würde ich gerne sehen. Gibt's diverse Compilations, also Kalle hat gesagt, so auf TikTok ganz groß. Mhm. Keine Ahnung, gucke ich nicht, kenne ich nicht, aber YouTube-Compilations, guckt es euch an. Das wird noch ein großes Problem. Was auch ein großes Problem wird in Deutschland, ist die 40-Stunden-Woche. Denn in Großbritannien wurde die 4-Tage-Woche ausprobiert. Und das Ergebnis... Ja, aber nur im Kleinstil, oder? Ja, ein paar Unternehmen halt, ne? Aber die Ergebnisse hat ein Twitter-User namens Kaffeekup gepostet. Und zwar Stress um 39% reduziert, wie auch immer man das gemerkt hat. Wie viel Stress hast du jetzt? 5. Da kann man ja vielleicht irgendwie messen. Burnout-Fälle um 71% zurückgegangen. Das ist viel. Ach so, ja. Ja, also 70%, ich ordne das mal für euch ein. Also 70% wäre das auch viel? Ja, auch. 69% wäre auch viel. Okay, ab wann wäre nicht mehr? Ich weiß, 68 wäre zu wenig. Ja, okay. Nee, Krankentage um 65% abgenommen. Mhm. Aber haben die Menschen auch abgenommen, das ist die Frage. Dann hoffen wir es. Und 57% weniger Kündigung durch Mitarbeiter. Innen, werde ich jetzt mal sagen. Ja, okay, also erstens ist es ja keine Neuigkeiten, dass eine 4-Tage-Woche was Gutes ist. Aber hier haben wir es immer schwarz auf weiß in der Studie. Eine Studie, so ein Twitter-User hat das hier geschrieben. Also er hat ja nicht mal eine Quelle verlinkt, aber ich glaube ihm das schon. Auch, weil das ist bei jedem Experiment in der Vergangenheit so gewesen. Ja. Dennoch, also da 57% weniger Kündigung, überleg dir das mal. Ja, ein Unternehmen stellt um, ey, ihr müsst jetzt einen Tag weniger arbeiten. Na, dann kündige ich jetzt. Ja, siehst du, wenn die aber das Gleiche verdienen gleichzeitig, dann hast du halt gewonnen. Haben alle gewonnen letztendlich, siehst du ja. Die Menschen haben mehr Freizeit und das Unternehmen hat mehr Produktivität. Ja, das steht ja gar nicht, oder? Die Produktivität steht da gar nicht. Das ist halt in den meisten Fällen so. Ich habe noch weiter recherchiert und da stand drin, dass es gleich geblieben ist. Also auch die Bezahlung ist gleich geblieben und so weiter. Produktivität ist gesteigert worden. Also ist alles positiver für alle Beteiligten. Ja, ist halt schwierig, ne? Geht nicht in jedem Job. So. Bin jetzt, so Chirurg meinst du, wenn er die Operation abbricht? Ja, so? Genau. Ich habe jetzt leider Schluss. 40 Stunden darf ich nicht mehr. Ich muss mal meine Work-Life-Balance achten. Tut mir leid. Naja, zunehmen. Oder irgendwelche Putzkräfte oder so müssen dann halt mehr eingestellt werden oder so. Also wenn jeden Tag irgendwo geputzt werden muss, auch in der Chirurgie. Ja, ja, aber es wird sich auch irgendwie anpassen lassen. Dann stellst du halt mehr Leute ein, keine Ahnung. Da muss man halt gucken bei manchen Feldern. Also ja, wenn die das Gleiche bekommen für weniger Arbeit und dann aber noch mehr Leute eingestellt werden, die auch das Gleiche bekommen. Ja, wenn die auch, halt auch mehr Geld verdienen, die Unternehmen. Also wenn ich jetzt überlege, so ein Krankenhaus... dass eine Putzfrau oder Putzmann einstellen muss, ja, und dann aber 2 plötzlich haben muss, die kriegen ja nicht mehr Geld, nur weil
Die Putzfrau. Aber insgesamt gesehen ist es ja so. Es wird sicherlich Berufe geben, wo das jetzt nicht der Riesenvorteil ist. Ey, ich bin der größte Fan davon. Ja, more power to you. Macht von mir aus 0 Tage Arbeitswoche. Oh ja, das wäre ja? schön. Aber ja. Ich sage nur, dass es nicht in allen Feldern so leicht übertragbar ist. Leicht nicht, aber insgesamt gesehen kann man es ja trotzdem umsetzen, weißt du. Auch wenn es nur für 40% irgendwie was bringt. Wenn es dem Rest nicht schadet, ist doch auch super. Ja, aber dann kommt wieder dieses Ding von diese Mentalität von wir hatten das nicht, also sollen die anderen das auch nicht kriegen. Das ist dumm. Natürlich, das ist dumm. Aber das ist wie in der Schule früher so. Aber ich musste auch nicht so viel, ich musste mehr kämpfen für meine Eins. Mein Vortrag war viel bunter und so. Trotzdem ich deine Eins, ich habe auch eine Eins bekommen. Ja. Wo ich mir immer gedacht habe, ich bin so froh, wenn jeder eine Eins bekommt. Na, das ist halt, wenn ich meinen Arsch an die Wand kriege. Ich bin ja immer in Amerika unterwegs, ja. Ich bin ja wie Markus Lanz. Neulich war ich erst wieder in Detroit unterwegs und ganz schlimm, was man da sieht. Ja, die Leute haben keine Zähne im Maul. Aber was da halt immer ganz groß ist, dieses Student Loan Forgiveness Ding. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so eine heiße Debatte ist mit BAföG und so, aber in Student Loan Forgiveness ist quasi, dass du, was du zurückzahlen musst, komplett vergeben bekommst. Das wäre schön, ja. Ja. Und da sagen halt auch ganz viele, was, musste das selber abbezahlen, ihr Schweine, und die kriegen das einfach geschenkt. Ja, aber das ist so eine dumme Mentalität. Eben. Und es gab es auch in Deutschland mal, und zwar, wenn du als, in dem Fall früher noch Frauen, wenn die ein Kind bekommen haben, zu einem gewissen Zeitpunkt, wurden ihnen auch die BAföG-Schulden erlassen. Da hatten Männer keine Chance. Also Menschen, die keine Kinder gebären, hatten da keine Chance. Dem Leo wurde nicht die BAföG erlassen, ne? Weil der nichts aus seiner Vagina rausgedrückt hat. Ah, es ist der Ausgleich quasi, der Gender Pay Gap. Ja, richtig. Die Frauen dürfen dafür gut aussehen und Brüste haben. Dann ist ja alles richtig. Ja, aber wo wir gerade noch mal ganz kurz nach Amerika geflogen sind. Aus Amerika geflogen ist Präsident Biden. Der hat einen überraschenden Besuch in der Ukraine gemacht und das hat viele Leute gefreut. Die Leute aus Ohio hat es nicht gefreut, weil die verrecken da gerade an Chemikalien. Wer sich dort blicken lassen hat, war Ex-Präsident Trump, der unter anderem dafür verantwortlich ist, dass dieser Zug da überhaupt entgleist ist, weil er die Regulierungen hat den Zug umgeschubst quasi und die Gleise verlegt. Basically. Ja. Aber noch so ein kleiner witziger Rechtsfall. Eine schwangere Insassin eines Gefängnisses hat jetzt mit ihrem Anwalt argumentiert, ich muss hier raus, denn mein Fötus ist hier eingesperrt, obwohl der nichts Kriminelles gemacht hat. Und mit der Logik von den konservativen Mächten in den amerikanischen Vereinigten Staaten ist das ja so, dass dieses heilige, neugeborene Kind da volle Rechte hat und ein Recht auf Leben. Dann müssen sie das Kind wegnehmen. Und das ist, ja, aber es ist halt noch nicht fertig gebacken, es dauert noch ein paar Monate. Und das ist, finde ich, ein sehr interessanter Rechtsstreit und ich bleib mal dran, was dabei rauskommt. Also will es noch vor der Geburt rauskommen, damit das Kind sich... Na, das Kind ist jetzt gerade einfach unrechtmäßig eingesperrt. In ihr drin, ja. So. Nee, im Gefängnis. Macht ja keinen Unterschied, wo das Kind eigentlich... Also es ist ja eh in ihrem Bauch drin. Ja, aber im Gefängnis. Ja. Naja, ja. Also sie kann nicht mit dem Kind 24 Stunden an der Sonne laufen und es gedeiht dann schön. Ich dachte, Menschen, die schwanger sind, kriegen in der Haft schon noch mal bessere Haftbedingungen, dass sie mehr raus dürfen und so. Ja, aber sie ist ja trotzdem in der Haft. Tja, das arme Kind. Dann soll sie eben beaufsichtigt irgendwie in der Zeit draußen sein, wenn das Kind geboren ist, kommt sie wieder rein, die Frau. Ja, ich habe keinen Respekt vorm Leben, tut mir leid. Auch da kleine Pille postnatal. Peter Singer hat das auch so gesehen. Ich habe keine Themen mehr, tatsächlich. Du hast keine Themen mehr? Na, warte, ich weiß gar nicht, wann wir angefangen haben. 20 haben wir angefangen. Ach, wir sind schon fast durch, oder was? Dachte ich zumindest, ja. Okay, was ist hier los? Aber gut, Tino, gut. Ich kann nochmal durch Facebook scrollen, was gerade so abgeht. Tu Zander Petel. Das sind hier ein paar Cartoons, habe ich hier stehen, Freundschaftsvorträge, eine riesige Bratwurst wird gepostet, ich liebe Facebook. Wow, so eine riesige Bratwurst haben wir doch auch in Weimar. Oder gibt es den Stand gar nicht mehr? Doch, den gibt es glaube ich noch. Du Zandbetel. Ja, also ich habe diese Woche ein Video hochgeladen, morgen kommt der zweite Teil von Top 25. Ja, bin ich gespannt euch drauf. An. Also ich sage... das habe ich bei der ersten Folge auch schon gelacht, aber bei der zweiten Folge, wer da nicht lacht,
Der ist einfach klinisch tot. Der ist dumm einfach. Es ist so fucking witzig. Das ist objektiver, guter Humor, Leute. Also, ne, falls ihr es nicht mitbekommen habt, auf Nosferatu lade ich die Top 25 Nosferatu TV Gags hoch und kommentiere es mit Herodes, aber auch mit Tronimal, Heinrich, Peter und Jesse im Nebenraum. Und was sich da jetzt in der zweiten Folge für ein Chaos entspinnt mit diesen Chaoten hier auf der Couch. Großartig. Hast du alles schon fertig geschnitten oder machst du die immer noch so peu à peu? Ich habe noch nicht alles fertig geschnitten und habe das schon längst hochgeladen und das schaltet sich erst frei. Hast du Zuckung im Auge? Ja. Nee, aber also ich habe auch kurz überlegt, ob ich das in einer Stunde komplett am Stück hochlade. Aber erstens ist das viel zu lang für Leute. 90% würden sich das nicht angucken und ich habe da so viel Zeit in den Schnitt gesetzt. Außerdem feiere ich das auch übelst bei Giga damals oder auch Hooked jetzt. Die machen das halt auch so mal den Spielen des Jahres oder sowas und kommentieren das in dieser Form. Und das ist einfach ein ganz cooles Format und auch bei uns, bis auf den Ton leider, aber der ist jetzt auch nicht schlimm, aber den hätte man noch besser machen können, ist es echt viel geiler geworden, als ich gedacht hätte und auch viel witziger. Und deswegen guckt euch das an. Mein Tipp, am 1. Juli ist CSD in Weimar, kommt vorbei, sagt mal hallo, ich bin auch immer vor Ort und mir sprechen seit 2 Jahren immer Leute auf dem CSD an, dass sie mich durch den Brennpunkt kennen. Das ist diese scheiß Christenpartei, oder? Genau, christliche soziale Demonstration. Können wir die endlich mal abwählen? Nee, das ist eine... Berlin hat's gezeigt. Das geht nicht. Jedenfalls, kommt vorbei, weil ich habe immer angesprochen von Leuten, das ist immer voll schön. Es wird wieder ein Straßenfest wahrscheinlich geben, eine Demonstration. Der CSD ist nicht schön, aber dass du angesprochen wirst. Genau, das ist schön. Ja. Wenn ihr mich erkennt, wenn ihr uns, kommt auch vorbei, Robin, ihr könnt auch einen CSD-Stand machen. Ja. Einen Podcast-Stand oder so. Ja, auch jetzt wieder Kommentare unter dem letzten Brennpunkt von wegen, ich kann mich da nur anschließen, ich höre jede Folge und so, das ist schon sehr sweet. Und so wie ich das gerade beobachte, ist der Brennpunkt auch am Wachsen ein wenig. Also danke für Leute, die den irgendwie teilen oder bewerten oder solche Geschichten. Das ist schon nice. Gibt es eigentlich auch schon das Format auf Podcasts reagieren? Dass man hört und dann Pause macht. So Podcast-Reaction. Maybe. Wäre doch witzig, oder? Wären wir die Ersten, die das machen. Ist halt nicht so ein visuelles Medium dann. Ist schwierig. Ist halt der Podcast allgemein nicht. Das stimmt. Wir haben halt die 200. Ausgabe. Wir planen eine Live-Veranstaltung zu machen. Ja. Also jetzt nichts hier mit irgendwie, dass wir jetzt in der Messehalle spielen und so. Es gibt Tickets. Weil die ist zu klein, sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Aber wir planen das vielleicht in Weimar in der Stadt zu machen mit so einer kleinen... Mal gucken, Veranstaltungen einfach, dass ihr euch hinsetzen könnt und könnt uns zuhören beim Quatschen. Wird lustig. Also wahrscheinlich so im April fallen wir es ungefähr an. Ja, du hattest die Idee, eine Kundgebung anzumelden. Eine Kundgebung anmelden und unter dem Motto Fake News bekämpfen. Weil Kundgebung ist schon viel zu aufgeladen. Da kommen die Leute wirklich und haben Erwartungen. Ja, aber Kundgebungen müssen immer so ein Thema haben. Na, Kundgebung, Thema. Die brenzlichen Entwicklungen der letzten Woche. Oder so zum Beispiel, das geht auch. Und sowas melden wir an, dann sind auch die Bullen da, die auf uns aufpassen. Wir können eine kleine Bühne oder irgendwas aufstellen, können hier Mikrofone aufstellen und können dann quatschen. Und da habe ich Bock drauf und es auch filmen lassen. Ich will, dass es auch ein Videopodcast ist, wenn du Bock hast. Ja. Multicam, eine Feste und ein paar Leute können auch so parallel filmen. Ja, also müssen wir mit Cam immer gucken, wegen Passanten dann, da gibt es vielleicht eher ein Problem, aber wenn es eher als Kundgebung angemeldet ist. Es muss eine richtige Gala werden und alle sollen schön angezogen kommen, mit Smoking oder so, wie auch. Okay. Das wird eine richtig geile Gala. Ich finde das richtig. So stellst du das für alles vor, okay. Ich fände es richtig geil. Okay. Also es ist keine Bühne, aber einfach nur so ein 2 Stühle, auf denen wir sitzen können. Auch 2 Mikrofone, glaube ich, das ist vielleicht cooler, wenn wir beide haben. Ja, aber was haben. Wir haben nicht mal Mikrofone. Mikrofone, können auch durch ein Megafon sprechen, aber dann ist halt die Podcast-Aufnahme scheiße. Nee, ich mache mich schlau oder auch mit Mischpult und deinen USB-Stick anschließen, das dann drauf gleich speichern, was wir da so quatschen. Mhm. Ich mache mich mal schlau deswegen. Das wäre richtig lustig und schön. Okay. Die große Brennpunkt-Gala. Folge 200. Fände ich riesig. Okay. Das ist mein Traum, mein persönlicher Traum. Dann schauen wir mal. Kriegen wir bestimmt hin. Cool. Wir sollten auch die Band, die das Intro gemacht hat einladen, dass sie das live gibt's spielen. Längst nicht. Also Basti kann vielleicht mal, aber weiß ich nicht. Was spielt der? Ist er der Gitarrist? Ich glaube, der hat damals nur Gesang gemacht, aber der spielt auch Gitarre, der kriegt das bestimmt irgendwie. Frag den mal, ob der Bock hat, dann kann er das, ist schon ein bisschen jetzt vorweggenommen für euch, aber ich finde es so witzig, wenn er das einfach live nur Gitarre spielt. Ja, ist schon witzig. Der ist halt gerade erst Vater geworden. Ich weiß nicht, ob der da für sich Zeit rausnimmt. Kann das dein Kind mitbringen, aber ist egal. Ja,
Ja, ich frage es auf jeden Fall mal an. Also ich finde es geil, eine richtige Brennpunkt-Gala, liebe Leute. Kommt ja vorbei, nach Weimar, wir sagen Bescheid, wann es ist. Mhm. Und dann machen wir eine schöne Gala draus. Mein Traum. Aber ist schon jetzt als Aufhänger so Kundgebung irgendwie Theaterplatz oder sowas und dann ist es auch fein, wenn wir da eine Stunde sind, oder? Ja, kann man ja anmelden. Für mindestens, also man kann auch 3 Stunden anmelden, das ist völlig rumpel. Okay. Kundgebung, Alter, das wäre richtig albern, wenn die Polizei da wirklich stehen würde, Alter. Das machen die auch meistens, ja. Und dann dürfen wir aber keine Holocaust-Witze machen. Ach, ist, scheiße. Ist auch Kabarett so ein bisschen. Ja, na gut. Was geht man der Woche? Was geht mir der Woche? Ne? Nee. Es ist schon, also die letzten Wochen, die lassen so ein bisschen zu wünschen übrig. Mhm. Es sind natürlich lustige Sachen passiert, deswegen beschwere ich mich nicht. Diese ganzen Livestream-Fails, die unterhalten mich sehr und machen die Woche für mich sehr fruchtig. Aber so auf einer Global Stage ist das ja gar nichts gewesen, diese Performance. Da kann nicht mal der Dozentenbrudel, wie heißt der Dozentenpet, kann es auch nicht reißen. Ja. Also wenn rauskommt, dass diese Frau Maddie ist, da gibt es von mir eine 20. Mhm. Ich habe den Beitrag aus Versehen gelöscht. Ah, nee, hier ist er. Dann wäre es geil, aber so ist es für mich echt nur eine 2 gewesen, wenn überhaupt. Ja, ja. Boring as fuck. Gehe ich mit. Wir haben noch unsere schöne Playlist. Ja. Die Brennholz-Untermusik auf Spotify. Kannst du direkt mal schauen, ob es Granulat gibt. Granulat. Das ist nämlich eine ganz kleine Punkerband. Ich weiß nicht, ob die auf Spotify vertreten ist. Hm. Habe ich durch Tronimal kennengelernt. Und spiele ich ganz gerne jetzt auch mal am Anfang des Streams ab. Hat er nicht sogar die in die Playlist reingepackt, Granulat? Ach so, kann sogar sein, ja. Aber es ist ja egal. Stimmt. Fuck, aber dann welches hat er denn reingepackt? Ich dachte Punkergrün. Ah, dann müssen wir mal kurz überlegen, du. Jetzt ja, Punkergrün in aller Regel. Ja, ein zweites Granulat, dann finde ich schon nicht mehr so cool, muss ich sagen. Dann Pisse war nicht auf Spotify, wa? Wenn ich jetzt in eine ähnliche Richtung gehe. Ich muss auch noch überlegen. Ich will mir das immer vorher überlegen, aber das mache ich immer nicht. Tja, Tino, toll. Also Leute, schön, dass ihr da seid. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall für mich rein von Pisse ein Lied. Und das sind alles Banger. Pisse gibt's? Ja, Pisse gibt's. Pisse, nimm was du willst. Vernissage zum Beispiel, Fahrradsattel kennen wir. Komm, wir nehmen jetzt Fahrradsattel. Vernissage habe ich vielleicht sogar schon mal reingepackt. Ja, aber Vernissage ist ein Banger. Aber Fahrradsattel, Leute, Pisse. Ich mag Pisse. Ich mag die Band Pisse. Ich mag echt Pisse. Die machen Punkrock, ne? Ich mag Pisse Toast. Ja. Ansonsten, schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Nochmal danke an die ganzen, die hier kommentieren und ein Like da lassen, die Folge bewerten. Das sind ja alles so Sachen, das erwähnen wir hier immer nicht, aber das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Ich verschaffe dir übrigens gerade Zeit. Ah ja, aber ich habe mich, glaube ich, entschieden. Okay, was willst du denn? Und zwar von Semino Rossi, was bitte was? Okay. Das ist ja dieses Meme da irgendwie, habe ich letztens bei Instagram gepostet, wenn bei Excel irgendwie alles gelöscht wird oder alles daneben geht, so, und dann kommt die, was, bitte was, sag mir, was habe ich falsch gemacht? Okay. Find ich witziges Meme. Deswegen das von ist komplett an mir vorbeigegangen. Semino Rossi, was, bitte was? Keine Ahnung, was du da erzählst. Kennst echt nicht? Das klingt richtig boomerig. Ist es auch ein bisschen. Dann gebe ich der Woche eine 3, wenn da so ein geiles Meme kursierte. Ja, aber schon länger. Das ist halt so ein bisschen wie beim Wendler. Dieses, egal, so in der Richtung geht das ja auch. Okay. Ich versuche es gerade ganz schnell zu finden. Bei TV Total, die haben das nämlich so ein bisschen aufgebracht. Oh, TV Total, Alter, das ist... Ich verstehe nicht, was dieser Typ für eine Daseinsberechtigung hat. Ja, ich muss auch sagen, dass ich Puffpuff jetzt... Dann lieber einfach sein lassen. Warum kann man nicht auch mal tote Dinge ruhen lassen? Muss man denn andauernd die Leiche ausscharren und vergewaltigen? Weißt du, it was nice while it lasted. Das stimmt. Und dann muss man ja auf Krampf. Nee, schade, ich finde es gerade nicht. Das ist wohl schon länger her. Naja, gut. Ich finde das bestimmt mal so ein Mai-Mai. Oder ich finde es gerade, ist auch egal. Leute. Semino Rossi, was bitte war es, ist großartig. Und Pisse mit Fahrradsattel. Es war mir ein Fest, liebe Leute. Ich hoffe, auch wenn die Woche nicht ganz so an den Erwartungen wachsen konnte. Es ist früh am Morgen. Merkt man, dass es früh am Morgen ist? Ich habe ja heute echt öfter mal so ein bisschen Wortfindungsstörung gehabt. Habe ich immer. Ja gut, dann ist okay. Trotzdem war es hoffentlich ein unterhaltsames Event für euch. Das nächste Mal wird es wieder eine 10 von 10.
Da wird Jimmy Carter persönlich dafür in die Ukraine gehen und dort Putin erdolchen und den Krieg beenden. Oder sorgt dafür, macht irgendwas, dass wir darüber berichten können. Irgendwas Schönes. Nee, also nichts Schlimmes, jetzt sondern irgendwie so eine Antiterroraktion. Ja? Scheißt vor den Bundestag. Genau, oder schwängert Merkel oder so. Keine Ahnung, macht irgendwas Schönes. Aber mit Konsens. Ja? Ich glaube, da wären Biologen der ganzen Welt ganz schön überrascht, wenn jetzt die Merkel noch schwanger wird. Wer weiß, sie macht's nochmal oder so. Ich fände es cool. Hm. Ich würde es ihr wünschen, einen kleinen Angelo. Ja. Gut, dann höre ich Musik im Hintergrund. Ich auch. Leider nicht Live-Version, aber vielleicht später mal. Geiler Song. Die große Brennpunkt-Gala, ich freue mich drauf, ich hab da voll Bock drauf. Und ihr hoffentlich auch, liebe Leute. Auf Wiedersehen. Ladies, ich will eure Hände sehen.